Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest, the Definite Edition. Wir sind ja aktuell immer noch im Nebelforst gefangen. Welcher echt nicht so einfach ist. Vor allem, ich habe echt wenig Energie. Und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Genau deswegen. Ich kann nicht so viele Seelenverbindungen herstellen. Und ich sterbe halt bei einem Mal. Auf jeden Fall schießt ja was von oben und da oben kann ich hin. Also, nö, anscheinend nicht. Der nervt mich einfach nur, hä? Hat einfach Bock drauf, mir auf die Nüsse zu gehen. Alter, ich hasse dich. Zieh dich. Ich will keine haben. Und der Wald ändert sich erneut. Selbstverständlich weiß ich, dass es hier lang geht, ja. Bin ja ein Ori-Experte. Ach, deswegen ist das Fino da oben. Ah, ich habe es gerade schon gesehen gehabt noch. Leider etwas zu spät. Aber ich brauche unbedingt mehr Schaden, ey. Holy shit, geht ja gar nicht. Ich mache ja wirklich gar nichts. 3 Schaden ist ja wirklich lächerlich. Mit der Geisterfarbe 2 Ziele auf einmal zu treffen, ist nicht übel. Na. Fehler. Ja, hier sich einmal treffen zu lassen, bin ich stolz drauf. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so schwer, wenn ich es schaffe. Das müsste hier gleich irgendwo die Fackel sein. Warum zum Geier? Ach, ich hasse das. Interessanterweise hatte mich der Typ angegriffen. Da oben geht's auch noch lang. Nein, du behindertes Viech! Mann, bist du dämlich. Ich hätte oben sicherlich noch ein bisschen was machen können. 94% erkundet. Ich werde damit erstmal die andere. Dieses Giftkugel ist aber eine extrem starke Kugel. Schon wieder du. Ja, war jetzt auch nicht so geplant. Ja, immer wieder witzig. Ich habe jetzt dummerweise keine Seelenverbindung mehr. Ja, und da könnte es ein bisschen kritisch werden. Ich hätte schon gerne noch ein bisschen Mana. Ich mag das Ding nicht. Ich hasse es. Bisschen Mana. Natürlich nicht, weißt du? Er trifft mich und tötet mich. Drecksvieh. Gut, die habe ich halt vorhin unnötigerweise Schaden kassiert. Okay,
Okay, warum komme ich da jetzt einfach mal nicht mehr ran? Ist ja auch egal. Ja, es ist schade, dass ich Mana so eine krass wichtiger Teil. Ohne den. Schwierig. Kann ich die Stichflamme? Eigentlich müsste ich die Stichflamme benutzen können. Okay, jetzt habe ich Energiesplitter bekommen. Schön. Hätte man wahrscheinlich auch zu was. Ja. Muss man zu was nutzen, das Ding. Bin ich der Meinung gerade. Wobei. Da unter mir ist was. Ich frage mich die Ga. Ach, hier, es geht's noch weiter. Hä? Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Schalter zu den ganzen Dingern sind. Sind die weg? Vor allem, was ist das für ein unnützes Secret hier oder unnützes Gebiet? Ich habe das Gefühl, echt oft hier fehlen Schalter. Ah ja. Nicht zum Beispiel hier. Das ist unser Anfangskampf gewesen. Allerdings jetzt mit zweien. Mir war so, als ob es zwei wären. Einfach den anderen schüchtern. Ne, da ist er ja. Weiß nicht, er kam gar nicht raus. Man sieht es ja vom Leben her. Ah, die Stiftung macht schon schön Schaden. Aua. Da kam der andere gerade raus. Das ist aber eigentlich nicht, wo ich hin möchte. Naja, vielleicht muss ich doch mal, aber. Ja. Da unten geht's auch noch lang. Gut, versuchen wir erstmal hinten lang zu laufen. Wir wollen jetzt Boss. Ich kann aber sein, dass diese Laterne ist, ja. Die ich eigentlich holen muss. Wäre jetzt nicht so toll. Na, hier ist sie auch. Dann gehen wir da wirklich noch nicht lang. Was für ein Scheißtyp, Alter. Ich hab da gar nicht gesehen, ich hab zwei Gegner gleichzeitig getroffen. Gut, wie mich da die ganze Zeit treffen kann, das ist mir unverständlich. Da geht's glaube ich wieder zurück, ne? Ah ja, okay. Thank you.
Will sich nicht so treffen lassen, merke ich. Ich glaube, es war, wo wir unten mit diesem einen Kristall geholt haben, ne? Ja, glaube ich schon. Komme ich hier wieder hoch? Gute Frage, ne? Scheiße. Hätte ich jetzt doch nicht machen sollen. Darf ich jetzt alles? Nein, darf ich jetzt nicht, oder? Scheiße, ey, nicht, dass ich jetzt nochmal neu machen darf. Das habe ich schon gespeichert, das ist vorbei. Boah, was ist das denn für eine Kacke? Jetzt darf ich ernsthaft alles wieder neu machen? Gut, darf ich. Ey, ich verstehe das nicht! Jetzt bin ich ein bisschen angepisst. Guck dir mal an, wie Ori... Die hüpft jedes Mal ein Stück weiter nach vorne. Stirb. Gut, ist natürlich nicht ganz so schwierig. Trotzdem ärgerlich. Ich verstehe nicht, wie man in dem Spiel nicht einmal sterben. Schon wieder gestorben. Ah, nicht ganz. Ich will jetzt nicht speichern. Zu viel Leben verloren. Die Leute müssen doch 2000 Mal gespielt haben. Mehr. Damit die nicht sterben. Leck mich, ey. Ich verstehe trotzdem nicht, wie man hier unten lang... Oder was da hinten ist und wie man da langkommen kann. Vielleicht auf dem Rückweg. Jetzt kann man theoretisch das Ding mitnehmen. Mal ganz kurz nach hier hinten gucken. Ich glaube, hier kommt man so oder so gar nicht lang mit der Kugel, weil man mit der Kugel, glaube ich, keinen Walljump machen kann. Ich will mal kurz gucken, ob hier noch was irgendwas Interessantes ist. Aber wohl eher nicht. Ach komm, da oben war noch was. Aber da komme ich gar nicht hin. Oh doch. Wünschenswerter wäre mir etwas anderes gewesen, aber gut. Auf geht's, Ori. Das muss ja ein bisschen die Kugel manövrieren. Jetzt ist man ja, wie ihr seht, fast wieder am Anfang. Selbstverständlich kann man die auch wieder ablegen, um gegen zu fighten. Ich weiß gar nicht, ob man die Kugel auch wegschießen kann. Oh, jetzt sind wir ja schon wieder am Anfang. Schubs, ruft das Ding.
Element des Feuers. Das Gummon-Siegel gefunden. Die Elends. Okay, sieht so ein bisschen feurig aus. Ist auch relativ cool. Also ihr seht, 94% hatte ich gerade nur. Heißt, ich muss da nochmal zurück. So. Aber wo habe ich hier was vergessen? Hier sind nämlich nur 94% angeblich. Hier ist noch was. Bin ich aber gerade ehrlich gesagt gar nicht motiviert dazu. Hi. Ihr seid doof. Ja, sonst ist es immer 100% gewesen, die ich da hatte. Aber diesmal nur 94%. Das ist ja schade. Ja, ist sowieso unter mir. Also theoretisch muss ich mich runtergleiten lassen. Der Trauerpass. Na, wo ist es denn? Da und hier unten ist es. Heißt also, wir lassen uns ein bisschen runtergleiten. Gehen auf der linken Seite, denn ich weiß, dass es hier auf jeden Fall ein kleines Secret gibt. Auf der rechten glaube ich auch. Kartenschreiben, okay, wow. Wird aber nett begrüßt. Kabam! Ja, sich selber abschießen ist auch immer eine super Methode, ne? Hier befinden sich aber keine Feinde in der Nähe. Ah, schon ein bisschen laut, ne, mit dem Wasser. Boah, ich hasse Dorn, ne. Dorn sind doof, weil die unbesiegbar sind. Aua. Kein Mana mehr. Okay. Wow. Oh, cool, nice. Level up. Ist doch schön. Okay, jetzt denke ich mal, das werden wir erstmal lassen. Jetzt werden wir so ein bisschen hier wieder rauf gehen. Dreifachsprung wäre schon, praktisch. Ah, ich glaube, da kommt man so noch nicht hoch. Braucht man später noch eine andere Fähigkeit für. Was auch sonst dann. Ich hasse euch. Da unten geht es aber noch weiter. Jetzt kann ich euch missbrauchen. Na, ah ja, okay. Zwei Fragmente von 1,5 für oben, da wo wir Kuro begegnet sind. Ja, den muss ich auch noch mitnehmen, aber jetzt gerade nicht. Okay. Was zum Henker ist das, bitteschön? Ich weiß es nicht. Ich kenne das nicht. Das, keine Ahnung, was das sein soll. Komm mal runter, ihr Kleiner. Ich muss ihn sogar, glaube ich, noch einer. Ja. Na, wann sieht er mich? Ich werd irre, Alter.
Also, Respekt an die eigentlich unmögliche Sache, hier ohne einmal sterben durchzukommen. Das ist ja eigentlich, wow, das ist ja wirklich... Aber wie gesagt, da muss man das Spiel wirklich in- und auswendig kennen. Um das leisten zu können. So, okay, da unten geht's hin. Aber was das für ein Ding ist. Eigentlich wollte ich ja... Habe ich hier noch einen Geister? Ich weiß gar nicht, ob man die Geisterportale sieht. Ich glaube nicht. Wenn dann hier vielleicht noch. Kann sein, dass da ist. Lass mich... Nee, das ist kein Geisterportal. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Wie man das aufmacht. Aber, ich habe ja gesagt, bevor wir zum nächsten gehen, werden wir erstmal ein bisschen was sammeln gehen. Wobei ich ohne die Dings eigentlich schwierig zu sammeln. Aber ich werde erst einfach erstmal die Fähigkeiten-Dinger sammeln. Weil es sonst relativ schwierig wird, ohne so viel Mana. Und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll, keine Ahnung. Danke für den Auftrieb. So, da bin ich also. Es gibt ja wirklich noch viel. Ja gut, die 94% ist halt doof, dass hier 94% nur sind. Irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas muss ich da noch erkunden. Ich weiß noch nicht was. Eigentlich würde ich ja gerne mal... Oh, guck mal, hier hinten das Wasser. Ah ja. Ich erinnere mich vage, dass ich da wieder nicht rein konnte. Warum auch immer, keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, sind in der nächsten Folge wieder, dann werden wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was sammeln hier, weil ich denke, bei diesen ganzen Erfahrungsdingern werden auch ein paar andere Zellen zu sehen sein. Durch die Erfahrungsdinger kriegen wir natürlich Fähigkeiten, hier zum Beispiel weiß ich, dass man hier noch irgendwo eine Lebensart, hier eine Vitalität, also zwei, auf jeden Fall zwei Zellen da sind, vielleicht auch eine Fähigkeitszelle und eine Lebenszelle oder eine Mana-Zelle. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir da erstmal... Bevor wir hier irgendwo weitermachen, weil wäre echt schon praktisch, hier müsste lediglich ein einziges sein, und zwar hier oben beim Abhauen habe ich einfach nicht alle mitgenommen, einfach, ich finde es ziemlich schwierig, kann ich mich eigentlich da noch hin teleportieren, ist eigentlich eine sehr gute Frage, aber werden wir irgendwann beim nächsten Mal klären oder auch gar nicht mal gucken, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Ori and the Blind Forest, bis dann, ciao!